Ja, ihr Lieben, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Epoch hier auf diesem Kanal. Nach der ersten Folge jetzt, nach dem Start von 1.0. Ja, gibt es jetzt die zweite Folge. Erste Folge war sehr gut angekommen bei euch, hat mich riesig gefreut, gut geklickt. Ihr habt schön kommentiert, ihr konntet uns schön unterhalten in den Kommentaren. Macht bitte gern weiter so. Ja, wir haben heute Samstag, ihr könnt sehen, aktuell 12.28 Uhr. Es ist das erste Mal, dass ich versuche, mich hier einzuloggen. Bin vorhin gerade von Arbeit rein und möchte natürlich euch ein bisschen weiter mit teilhaben lassen hier an meinem Level Progress. Und ja, es war ein bisschen schwierig jetzt hier drauf zu kommen, auf die Server ins Spiel zu kommen. Ich war beim Start des Spiels Warteschlange Position 55, also relativ niedrig angesiedelt. Das habe ich relativ schnell übersprungen. Allerdings in der Charakterbildschirmauswahl, wo man dann quasi ins Spiel reinjoint. Da hat es jetzt fast eine halbe Stunde noch gedauert, bis ich wirklich reingekommen bin. Hatte etliche Abbrüche. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich jetzt am Wochenende so ziemlich normal sein. Ich hoffe, dass wir jetzt eine einigermaßen gute Folge hinbekommen, dass ich jetzt nicht so ellenlange Ladebildschirme habe, dass wir ein bisschen in der Story weiter zocken können. Und ja, währenddessen ich natürlich spiele, euch ein bisschen was zeige, ja, werde ich euch versuchen, ein bisschen zu unterhalten, nochmal vielleicht ein paar Dinge erklären, erzählen, ja, was so dazugehört. Und hat euch ja schon gesagt, dass ich jetzt auch wieder aktuelle Builds für euch bauen werde und natürlich auch bauen möchte. Wird natürlich etwas dauern, wenn das Spiel halt aktuell so bescheiden läuft. Und dann dauert es natürlich, bis ich halt die ersten Builds zeigen kann, aber die kommen auf jeden Fall. So viel ist sicher. Was ich schon mal sagen kann, ist tatsächlich, dass seit dem Release 1.0 Last Epoch für mich gefühlt irgendwie sehr viel schöner aussieht. Ja. Es hat sich zwar grafisch eigentlich nicht so viel getan, aber es wurde nochmal viel an der Beleuchtung gearbeitet und gerade so in diesen dunklen Arealen, wie jetzt, wo wir gerade stehen, finde ich, wenn man sich dann bewegt, sieht das Ganze schon beleuchtungstechnisch richtig, richtig schick aus. Die ganzen Texturen sind knackscharf hier. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich spiele ja Last Epoch schon sehr, sehr lang. Spiele das ja seitdem das Spiel im Early Access raus ist. Ich glaube, das war 2019. Seitdem spiele ich dieses Spiel auch. Und ich empfand es, wie gesagt, jetzt nach dem Release 1.0 als sehr viel schöner. Den ersten Bild, den ich euch dann zeigen werde, das ist ja der Char hier, den ich gerade spiele. Und zwar ist das eine Akolytenklasse mit der Spezialisierung Hexenmeister. Das war ja praktisch der letzte Pfad, der uns noch gefehlt hatte. Lich und Nekromant gab es ja schon auch vor dem Release. Die Hexenmeisterin noch nicht. Ich hatte mir auch im Vorfeld nicht die Preview angeschaut, die es da mal von Last Epoch irgendwie gab, wo jemand das schon gezeigt hat. Und ich kann euch sagen, alter Schwede, lass mal Frosch im Hals. Ich bin ziemlich geflasht von der Hexenmeister-Spezialisierung. Sieht ziemlich nice aus hier, die ganzen neuen Skills, die es da gibt. Ich bin da echt ganz schön gehypt, muss ich sagen. Wir haben hier diesen sogenannten Spalt. Ich kann es nicht mal aussprechen hier. Tonischer Spalt. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Sieht mega cool aus. Auch hier diese Projektile, die ich hier abfeuere, die dann so explodieren. Ja, diese Chaoskeile. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. Sehr, sehr schön. Wie schon gesagt, ich hatte mir das tatsächlich eben noch nicht angeschaut, die Preview zum Hexenmeister. Deswegen war es jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich hier die neuen Skills jetzt sehe. Und natürlich auch selber spiele. Sehr, sehr geil. Wärmstens zu empfehlen. Kann man nicht anders sagen, ne? Sieht halt auch grafisch einfach sehr schön gemacht aus. Dieser Spalt und diese Chaoskeile. Bin gespannt, was es dann da noch so alles gibt. So, die ersten Ladebildschirme. Ich will es jetzt mal nicht beschreien. Ging relativ schnell jetzt. Ja, hier gehen die tatsächlich sehr unter. Diese Spalte, die ich erzeugen kann. In dem Gras. Mittlerweile ist es so, dass ich davon sogar zwei schon casten kann. Habe ich jetzt erstmal über den Skillbaum so eingestellt, beziehungsweise geskillt in der Punkteverteilung. Ob ich das dann unterm Strich so lasse für den Bild, weiß ich noch nicht. Da ich jetzt erstmal so ein bisschen rumprobiere und ausprobiere,
was halt hier, ja, sich gut spielen lässt, wie man gut vorankommt. Bin jetzt momentan Stufe 24. Mit 50 gibt es ja dann von mir das erste Bildvideo dann zu dieser Klasse hier, beziehungsweise Spezialisierung zu sehen. Und bis dahin weiß ich dann auch, wie ich das Ganze spielen möchte. Das heißt, es kann schon nochmal sein, dass ich auch Punkte etwas umverteile. Ja, Skills etwas anders spiele oder generell auch nochmal Skills austausche. Da bin ich, wie gesagt, am Anfang immer so ein bisschen in der Erfindungsphase bis Richtung Level 40, kurz vor 40. Dann schaue ich mir das Ganze meistens nochmal in Ruhe an, baue dann entsprechend um, mache auch manchmal die Skills nochmal oder setze manchmal die Skills nochmal zurück mit den Skillpunkten, spiele dann bis 50, dass ich wieder alles beisammen habe und zeige euch eben dann ja den ersten Bild, den ich dann immer wieder weiter entwickle natürlich und euch auch zeige, bevor der Release gestartet ist. Habe ich, glaube ich, dann immer so in 10er oder 15er Levelstufen euch nochmal die Builds gezeigt, wie die sich dann halt weiterentwickelt haben. Ich muss mal gucken, ob ich das so lasse oder ob ich vielleicht einfach dann 25er Stufen nehme. Das heißt also mit Stufe 50 das erste Bildvideo, dann mit Stufe 75 das nächste. Da muss ich halt nochmal schauen. Könnt ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr Updates zu den Builds gerne hättet. Ja, von den Levelphasen her. Würdet ihr euch vielleicht 10er Stufen wünschen, dass ich jetzt, sage ich mal, mit Level 50, 60, 70 und so weiter euch nochmal die Builds zeige, wie ich die dann weitergebaut habe, oder reichen euch 25er Stufen? Das könnt ihr dann tatsächlich gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, damit ich mal so einen Anhaltspunkt habe, wie ihr das gern am liebsten hättet. So. Jetzt geht's los hier. Ja, ihr könnt sehen, Gegner geht gut runter hier. Kleinerer Bossgegner. Raus da. Kein Mana, wie immer. Kennen wir schon. Nichts Neues bei mir. Ja, aber ansonsten, ihr seht schon, ne, es geht relativ gut. Da war auch schon dead, der Drachen. Das ist, ja, too much, richtig. Das geht so nicht, ne. Ja, muss natürlich auch schauen, dass ich mir erstmal die ganzen Shards hier sammle, ja, ganz wichtig. Um dann halt auch die Builds entsprechend zeigen zu können. Das wird sicherlich am Anfang ein schwieriges Unterfangen, da ja die ganzen alten Shards natürlich weg sind und ich die mir natürlich erstmal wiederholen muss. Wo soll ich jetzt hin? Ja, wir nehmen das mal, genau. Ja. Deswegen hoffe ich, dass ich dann bis Level 50 die richtigen Shards zusammen habe, ja, um euch das Ganze dann zeigen zu können. Ja, neue Gegner haben wir natürlich auch im Spiel, ja. Hier, diese Propheten zum Beispiel. Haben coole Sounds, sehen cool aus. So, und ich glaube, wir gehen erstmal schnell zurück in die Ratskammern und verkaufen erstmal schnell das ganze Gelumbe. Ja, ich muss auch nochmal schauen, dass ich mir jetzt natürlich meinen Lootfilter einstelle. Hatten schon einige nachgefragt. Problem ist natürlich, dass die ersten Lootfilter, die ich schon damals gebastelt habe, immer nie so richtig funktioniert haben, irgendwie immer fehlerhaft waren. Da muss ich tatsächlich erst nochmal schauen, dass ich das dann ein bisschen anders mache. Dass die Lootfilter, die ich dann einstelle, auch ordentlich funktionieren. So, haben wir ein bisschen Kohle, ja, 2000 können wir uns schon mal das so eine Rune kaufen. Die brauchen wir ja, um Items kaputt zu machen und entsprechende Shards zu bekommen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, also wenn man dann erstmal jetzt drin ist im Spiel, scheint es ganz gut zu funktionieren. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Also, ich hatte es ja eingangs das Video schon erwähnt. Die Warteschlange war weniger das Problem als vielmehr dann das Eingelogge. So, in der ersten Folge hatte ich euch ja schon mal so ein paar kleine Tipps auch mitgegeben und Ratschläge. Ich kann euch gleich nochmal was zeigen, wenn wir schon mal hier gerade dabei sind. Gibt ja vielleicht einige von euch, die erst jetzt reinschauen in die Folge hier. Und zwar
Wartet, wir machen erstmal die Gegner weg. Mit denen wir hier auf Schwein gehen. Also hier im Dunkeln sieht das richtig cool aus mit dem Spalt, ne? Mega nice. Ja. Genau. Also, was wollte ich euch zeigen? Also, wenn ihr diese Shards findet, diese Affix-Splitter, ne? Und auch diese Runen, die ihr natürlich fürs Crafting braucht, dann ist relativ schnell euer Inventar voll. Ich hatte das in der ersten Folge schon mal gezeigt. Ich sag's auch gerne nochmal. Für Leute, die das vielleicht noch nicht wissen. Also zum einen habt ihr so eine Sortierfunktion, um, sage ich mal, Items besser sortieren zu können. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass ihr natürlich gerade diese Affix-Splitter und auch Runen aus eurem Inventar quasi in die Materialien-Sektion verbannen könnt. Das heißt, hier oben seht ihr diese Sektion, ja. Und da könnt ihr das ganze Zeug hinschmeißen. Dann haben wir hier die Splitter, hier die Runen und die Glyphen. Da könnt ihr das Ganze reinschmeißen, indem ihr einfach hier auf Materialien übertragen drückt. Und dann fliegen die aus eurem Inventar raus, natürlich hier oben rein. Und somit habt ihr entsprechend einfach auch mehr Platz wieder in eurem Inventar. Gibt viele, die das eben noch nicht wissen oder wussten. Deswegen sage ich euch das nochmal. Vielleicht werde ich nochmal so ein kleines, ja, separiertes Video machen für euch, wo ich nochmal auf so ein paar Dinge eingehe, die vielleicht auch fürs Spielen ganz wichtig sind, gerade auch in Bezug auf die Builds, die ihr bastelt. Da gibt es nämlich auch viele Dinge, auf die man ja aufpassen muss, damit auch dann die Builds so gebaut werden, dass sie auch gut funktionieren, ja. Mal schauen, vielleicht mache ich da nochmal so eine kleine Folge dazu, nehme nochmal ein bisschen Gameplay auf für den Hintergrund und gehe dann nochmal auf ein paar Sachen ein. Oder mach's einfach auch live, ist vielleicht besser so. So, wir klappern erstmal alles ab hier. Boah, was habe ich mich auf den Hexenmeister gefreut. Und hat mir, wie gesagt, extra nicht angeschaut, ne? So diese Preview, die es da damals gab. Weil ich mir das dann einfach mal selber angucken wollte. Auch die Falconier-Spezialisierung ist ja neu. Auch die werden wir uns natürlich anschauen. Vielleicht lege ich so ein bisschen den Fokus bei den ersten Builds darauf, dass wir jetzt mal die neuen Spezialisierungen mit reinnehmen hier ins Spiel. Stufe 25. Nicht schlecht. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zur 50. Ja, die Spezialisierung, die kommt ja relativ schnell. Da kommt man relativ schnell hin. Auch dazu gibt es nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich wirklich besser, dass ich nochmal so eine Folge für euch mache. Die sind, glaube ich, auch neu hier, die Gegner gerade. Der nicht. Amulette kann man immer mal mitnehmen. Ich glaube, die bringen am meisten Geld. Gold, nicht Geld, Gold. Ja, mit den zwei Spalten, das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Ja, weil dann einfach mehr Geister verschossen werden. Cooler Skill im Übrigen. Fällt mir sehr, sehr gut. Oh, meine ganzen Begleiter sind tot. Ja, und auch hier wünschte ich mir einfach so eine Autocast-Funktion. Wie damals in Wolzen zum Schluss. Da war es tatsächlich so, dass die Begleiter-Skills, die man drin hatte, dann einfach wieder, ja, auto-recastet wurden, sozusagen, wenn die gestorben sind.
Naja, man kann nicht alles haben, ja. Meckern auf hohem Niveau. Ich mag es, ich bin jetzt nicht so der bequeme Mensch, aber das wäre schon eine sinnvolle Funktion, weil ich nicht immer oben drauf achte, wie viele Begleiter habe ich noch aktiv, sind sie noch alle da oder nicht. Manchmal sterben die ja relativ schnell, gerade in Bosskämpfen. Da wäre es einfach schön gewesen, wenn man, wie gesagt, so eine Autocast-Funktion hätte, dass die einfach selber wieder, ja, gecastet werden. Am Anfang empfiehlt es sich auch wirklich, alles irgendwie versuchen kaputt zu machen und jedes bisschen Gold mitzunehmen, weil es schon so ist, ja, dass man am Anfang nicht so viel Gold bekommt und gerade wenn man dann auch die Runen braucht, ja, um sich Splitter zu besorgen, ich meine, die droppen natürlich irgendwann noch so, aber wenn man dann mal ein cooles Item hat, wo ja einfach gute Splitter drauf sind, die man vielleicht haben will, braucht man immer die Rune des Zerschmetterns. Die findet man jetzt nicht ganz so häufig. Kann man sich aber meistens immer beim Händler kaufen, kosten eben allerdings 2000 Gold. Das ist dann natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Ja, wenn man sich dann die Runen nicht kaufen kann, um die Items kaputt zu machen. Deswegen sammelt einfach jedes Gold auf. So, jetzt werden wir mal diesen verbannten Magier hier versuchen zu killen. Schön. Na, dann sortierst du richtig, Mensch. Also lass mal das mal. So, den kann man dann natürlich nicht nochmal anklicken, wenn man den einmal rausgeholt hat. Ja, die lassen meistens eigentlich gerade jetzt am Anfang ein paar brauchbare Sachen droppen, finde ich. Hab von dem ersten Magier, den ich gekillt habe, schon ganz coole Stiefel bekommen. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, und übrigens, ich hatte es ja schon eingangs der Folge erwähnt, mich freut es, dass die erste Folge einfach so gut aufgenommen wurde, so gute Klicks bekommen. Ich meine, mir geht es ja nicht um die Klicks, aber ich freue mich halt einfach, wenn ihr die Folgen schaut, vor allem, wenn ihr da ein bisschen kommentiert und man sich unterhalten kann. Und da es ja nur relativ normale Folgen sind hier, wo ich einfach ein bisschen spiele, es ist trotzdem ganz schön zu sehen, dass das von euch eben so gut aufgenommen wird. Und so kann man sich eben einfach nochmal auch im Nachhinein in den Kommentaren über Spiel unterhalten, sich Tipps und Tricks geben. Finde ich ganz gut und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, immer mal wieder so kleinere Folgen zwischendrin zu bringen. Wenn der ein oder andere vielleicht nicht dazu kommen sollte, spielen zu können, weil es einfach nicht geht, weil man ja nicht auf die Server kommt. Ja, es sind halt vielleicht solche kleinen Folgen gar nicht so verkehrt. So, jetzt holen wir uns mal hier hinten noch das Teil. Ja, Gegner am Anfang killen auch natürlich das, was geht, ne? Logisch. Erfahrungspunkte ohne Ende, wobei es am Anfang relativ zügig geht eigentlich. So, die verlorene Zuflucht. Mal gucken, ob wir jetzt schnell nochmal ein Portal bekommen. Und dass wir fix mal zurückreisen können. Ja, jetzt droppt schon ein bisschen besser Gold. Ganz am Anfang war es natürlich ziemlich mickrig, was die Gegner umfallen lassen. Logischerweise. Jetzt sind wir wenigstens schon mal im zweistelligen Bereich hier. Wir können
können gleich mal schauen, was wir zum Beispiel jetzt schon eingesammelt haben, um mal so einen kleinen Vergleich zu haben für die paar Minuten, die wir jetzt gespielt haben. Ich war ja wieder bei fast 0 Gold, ja, weil ich ja die 2000 ausgegeben hatte und habe jetzt wieder 2000 zusammen. Also jetzt geht es dann schon etwas schneller. Aber das ist natürlich immer noch relativ wenig, deswegen ist es halt so wichtig, dass ihr einfach das ganze Gold aufsammelt. Ganz schön verzweigt hier die Karte, Mensch. Manchmal gibt es auch auf den Karten so kleine Geheimgänge. Die haben dann so einen weißen Schimmer, so einen weißen Nebel vor dem Eingang. Leuchtet dann so ein bisschen auffällig. Da kann man auch immer mal reingucken. Gibt es meistens etliche Truhen drin, die man dann looten kann. War hier gerade so in den ersten Gebieten auch schon, ja, einer dabei, den ich gefunden hatte. Hier scheint es kein Portal zu geben. Oder es kommt noch. Ah, da ist es. Gerade noch angesprochen. Da kommt es auch schon. Also gerade am Anfang kommt man eigentlich relativ gut mit dem Hexenmeister durch. Also eigentlich ist es ja mit relativ vielen Klassen so, dass man da gut leveln kann. Es gibt so ein paar, die ein bisschen behäbiger sind, ja, wo es alles ein bisschen länger dauert. Aber generell muss man sagen, geht schon gerade so die erste Levelphase relativ flott. Ohne eigentlich größere Probleme. Bin dann mal gespannt, wie sich der Bild dann so weiterentwickelt, wie gut er sich dann halt hinten rausspielen lässt. Erster Gradmesser wäre dann so Lagon eigentlich. Aber ihr seht, das Gold droppt natürlich nicht immer so reichhaltig, ne? So, wo war jetzt der Wegpunkt? Irgendwo hier, da. Oh, Gegner. So, da haben wir schon wieder zwei Passivpunkte bekommen. Sehr schön. So,
gehen wir mal zu den Ratskammern zurück. Ja, da konnten wir wenigstens mal so einen ersten kleinen Einblick in die Hexenmeisterklasse gewinnen. Ja. Wollte schon mal zeigen, wie die ersten Skills so aussehen. Vielleicht, wenn der ein oder andere überlegt, was er denn spielen möchte, denke ich, ist das ganz ratsam, wenn man da einfach schon mal ein bisschen Gameplay sieht. Und macht echt Spaß, die Spezialisierung. Die anderen hatte ich alle schon gespielt, da gab es ja schon einige Builds auf meinem Kanal zu sehen. Und zum Hexenmeister, da ja, konnte ich ja eben noch nichts bauen, weil eben diese Spezialisierung ja erst jetzt mit dem Release dazugekommen ist. Deswegen freue ich mich natürlich riesig, dass ich jetzt endlich spielen kann. So, hier können wir schon mal sehen, die Stiefel, die ich auch schon mal von so einem verbannten Magier bekommen habe. Zum Beispiel habe ich hier einen 31% erhöhten Dienerschaden drauf. Das ist halt sehr, sehr stark hier, gerade für den Anfang. Und ansonsten habe ich hier relativ viel Rüstung und auch viel Bewegungstempo drauf. Also es lohnt sich dann schon, um diese Kisten mal aufzumachen, wo die verbannten Magier drin sind. Weil es da gerade eben jetzt für den Anfang wirklich echt gute Items gibt, die man auf jeden Fall tragen kann, ja, um da auch ein bisschen besser durch die Levelphase zu kommen. So, jetzt kaufe ich mir gleich nochmal so eine Rune hier. Genau. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder an dieser Stelle, ja, für die weitere Folge hier Schluss. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ich hatte es ja schon mittendrin angesprochen, was die Builds betrifft, wie ihr euch dann die Sprünge wünscht. Also ich würde mit Level 50, wie gesagt, den ersten Build dann zeigen, beziehungsweise eben die erste Ausfertigung. Und dann wäre es halt mal interessant zu wissen, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr das gern hättet, in welchen Stufen ich dann wieder die Weiterentwicklung zeigen soll, ob in 10er Stufen, in 5er Stufen oder in 25er Stufen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ansonsten, ihr wisst, ich freue mich, wenn ihr das Däumchen da lasst. Gerne wieder so schön kommentieren, wie auch schon in der ersten Folge. Macht einfach dann auch mega Spaß, sich mit euch noch zu unterhalten. Lasst gerne mal ein Abo da für meinen Kanal. Wie gesagt, dazu Last Epoch gibt es dann demnächst jetzt reichhaltig Videos. Ich werde mal schauen, dass ich dann auch zu den Updates, die kommen, dann wieder die Patch Notes Videos mache. Builds und eben zwischendrin auch mal so ein bisschen Gameplay, was ihr dann hier zu sehen bekommt. Und ja, freue mich, dass ihr reingeschaut habt, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.